Die Akte Jerusalem, ein Roman von Achim Klein, erschienen im Jahr 2017 im Verlag Konzeption Seidel. Angenommen, ein sehr bekannter, 2000 Jahre alter Text aus dem Neuen Testament würde plötzlich sein Geheimnis preisgeben. Es klingt unglaublich, ist aber tatsächlich so. Alex, ein junger Christ, stößt auf eine offene Frage und nimmt sie mit auf eine spannende Reise durch die Bibel und sein Leben. Was Johannes 3, die Prophezeiungen Daniels und das Thema Wiedergeburt mit Jerusalem und der Endzeit zu tun haben, wird Alex und dem Leser Stück für Stück offenbart. Korruption, moderne Computertechnik, künstliche Intelligenz und die Geheimdienststory sind lediglich schmückendes Beiwerk, um einen leichteren Zugang zu den manchmal komplexen biblischen Wahrheiten zu ermöglichen. Wenn Sie glauben, dass Gottes Wort lebendig ist, wird Sie das Buch bewegen. Wenn Sie das nicht glauben, auch. Vorwort. Lieber Leser, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, das vorliegende Buch anzuschauen. Es handelt sich um einen Roman über einen jungen Mann, der Christ wird und beim Lesen der Bibel zentrale Aussagen findet, auf die er in seinem christlichen Umfeld keine Antwort findet. Also macht er sich kurzerhand selbst auf den Weg und liest sich in die Thematik ein. Ausgehend von Johannes 3 führt sein Weg ins Alte Testament und dann über die Endzeitreden Jesu bis in zukünftige Dinge. Aufgrund der Fülle des Materials schreibt er diese in seinen PC. Da er hier verschiedene politisch unkorrekte Begriffe wie Syrien, Jerusalem, Krieg, Endzeit etc. verwendet, kommt er ins Visier eines amerikanischen Geheimdienstes und das Abenteuer beginnt. Es ging mir nicht darum, einen Roman zu schreiben, der Ihnen einfach nur die Zeit vertreibt, sondern der Ihnen den Zugang zu bislang unbekannten biblischen Fakten erleichtert. Sollten Sie sich also entscheiden, mein Buch zu lesen, nehme ich Sie mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch die Bibel und in das Leben von Alex, das sich durch seine biblischen Funde grundlegend verändert und ihn um die halbe Welt führt, bis sich schlussendlich die Lage in Jerusalem zuspitzt. Wenn Sie sich auf die Erklärungen und Auslegungen in meinem Buch einlassen, werden Sie schnell feststellen, dass viele bisher unverständliche Bibelstellen in einem neuen Licht erstrahlen. Sie können also durchaus die Bibel parallel zum Roman lesen und werden sehen, dass die Aussagen im Roman nicht Fiktion, sondern allesamt in der Bibel enthalten sind. Natürlich möchte ich Sie gut unterhalten. Dennoch geht es mir vornehmlich darum, Ihnen diese neuen Gedanken zu biblischen Aussagen näher zu bringen. Ich wünsche Ihnen beim Lesen die gleiche Unvoreingenommenheit gegenüber der Bibel, die Alex hat. Kindliche Neugier, gepaart mit der Nüchternheit eines Erwachsenen. Wir studieren also anhand des Romans die Bibel in gut evangelischer Weise, sola scriptura, allein die Schrift. Da ich im Schreiben von Romanen nicht geübt bin, bitte ich um Nachsicht, wenn die Handlung da und dort etwas holprig sein sollte. Am Ende aber wird deutlich werden, dass die Bibel, also Gottes Wort, fast möchte ich sagen, unglaublich zuverlässig ist. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und Gottes Segen bei der Lektüre. Ähnlichkeiten mit noch lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt und sind, sofern vorhanden, weitestmöglich verfremdet oder anonymisiert worden. Alle Zitate der Bibel stammen aus der Lutherbibel in der Übersetzung von 1984. Wo andere Übersetzungen verwendet wurden, ist dies im Text vermerkt.